Abraham Avinu war verheiratet mit Sarah. Jahrelang, sie sind schon verheiratet, aber Kinder kommen zur Welt nicht. Sagt Sarah, vielleicht wirst du Abraham, mein lieber Mann, mit einer anderen Frau heiraten, mit dem Magd, Hagar, das bei uns arbeitet, sie kommt aus Ägypten. Sagt Abraham, okay, heiratet mit Hagar, Ishmael ist geboren. Ishmael ist geboren, angefangen eine Spannung in der Familie, weil Sarah keine Kinder und Hagar sofort in Schwangerschaft und Ishmael ist geboren. Und sie läuft weg von zu Hause. Weil Hagar, die Stimmung und der Streit zu Hause zwischen die zwei Frauen war sehr, sehr hart. Ein Engel sagt, der Tora, getroffen Hagar unterwegs. Und er sagt sie, das war bevor Ishmael ist geboren, war in Schwangerschaft. Hinach haravi yoladet ben, du bist in Schwanger und wirst du ein Bub bekommen. Vekarat shemo Ishmael, wirst du den Namen Ishmael geben. Kishama Hashem Elonich. Vehu iye, der Ishmael wird sein, Pere Adam. Pere Adam, wilder Mensch. Achaye, ein Tier, Ishmael. Frag der Chafetz Chaim. Die Worte Pere Adam auf Ivrit ist ein Fehler, grammatisch her. Das ist nicht eine richtige Ivrit. Auf Deutsch sagt man ein großer Mann. Zuerst die Beschreibung, eine große, und dann kommt ein Mann. Wenn ich übersetze einen großen Mann zum Ivrit, Gadol Adam. Ein kleiner Mensch. Auf Ivrit, wenn ich übersetze wortwörtlich, Katan Adam. Auf Ivrit sagt man nicht ein kleiner Mensch, sondern ein Mensch klein ist. Zuerst der Mensch, der Subject, und dann kommt das Beschreibung, dass er ist klein oder groß oder dünn oder dick. Wenn der Engel sagt zum Hagar, dass er wird Pere Adam ist auf Deutsch, ist auf die Grammatik, deutsche Grammatik, Grammatik ist richtig, aber nicht auf Ivrit. Weil auf Ivrit sollte man sagen Adam, Pere Adam, das wird wild sein. So wie ein Tier. Warum sagt der Pere das Beschreibung vor Adam? So wie auf Ivrit, Gadol Adam. Aber wir sagen Adam Gadol, sollte Adam Pere sein. Nicht Pere Adam. Das ist kein Ivrit, was der Engel sagt. Antwortet der Chafetz Chaim, der Engel hat keine grammatischen Fehler gemacht. Leider. Er sagt, dass Ishmael seine Titel ist Pere. Die Beschreibung ist Adam. Es gibt Pere, ein Tier, und es gibt Pere, der von Sohn von Menschen. Pere ist ein Subject. Wild. Tierisch. Von welcher Sort? Von Katzen, von Hunden, von einem Mann. Nicht Adam Pere. Er kann sein ein Doktor, sagte Chofetz Chaim, ein Arzt oder ein Anwalt. Er ist Pere von den Familien, es gibt von den Fische, von den Giraffen, von Adam. Aber Pere ist der Name und Adam ist die Beschreibung. Mit solchen Menschen leben wir zusammen im Nahosten und überall. Und das müssen wir wissen. Vereinbarung, Waffenruhe, Verträge, man kann versuchen zu machen, aber soll man wissen, mit wem habe ich zu tun. Wenn jemand will ein Geschäft machen, eine Partnerschaft, eine Firma zu kaufen, einen Verein zu gründen, über eine mit einem Partner, er fragt über ihn. Bei den Banken, bei den Freunden, andere Partner mit ihm gewesen, ob er ist anständig, ein Wort ist ein Wort, Check ist ein Check. Vertrag ist Vertrag oder er macht so, er sagt so und er macht anderes. Warum fragt er so viel? Treffen und sprich mit dem. Nein, ich möchte wissen, mit wem spreche ich. Bevor ich mache den Vertrag, werde ich schon wissen, mit wem habe ich zu tun. Ob ich will überhaupt mit ihm zu tun haben. Sagt die Tora, willst du mit unseren Nachbarin zusammensprechen? Kein Problem. Versuch, bemühe dich zu machen. Aber sollst du wissen, mit wem hast du zu tun. Mit Pere, das er beschrieben als Adam. Nicht Adam, Mensch, Shepere. Der no Mensch, der Pere. Adam. Es ist wichtig zu wissen, mit wem haben wir zu tun, sollen wir nicht zu viele Erwartungen haben und davon zu viele Enttäuschungen haben.
Da sagt der Engel zum Hagar, Ishmael, Vehu yeh pere Adam, Yadoba kol, Veyad kol bo, seine Hand ist überall, wo es gibt eine Sache, er ist drin. Das sollte wissen, Ishmael, er ist pere Adam.